Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute Morgen eine Unterrichtung des Bundesministers der Finanzen für die Fraktionsvorsitzenden in der Frage Griechenland gehabt. Das war eine Unterrichtung über den Stand der Dinge. Wir haben keinerlei Entscheidungen bei dieser Sitzung getroffen, sondern es handelt sich ausschließlich um eine Unterrichtung des Bundesfinanzministers für die Fraktionen. Griechenland hat, wie Sie wissen, Hilfe beantragt. Das wird jetzt geprüft von IWF, von EZB und der EU-Kommission. Das Ziel dieser Überprüfung besteht darin, festzustellen, wie die Situation tatsächlich aussieht, ob tatsächlich eine Gefährdung des Euro vorläge, wenn Griechenland zahlungsunfähig wird, und die Klärung der Frage, ob tatsächlich eine Ultima Ratio vorliegt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir immer gesagt haben, dass nur im Falle... Sollen wir kurz aufhören? Oder ist, Licht ändert sich auf. Es geht also um die Klärung der Frage, ob es eine Ultima Ratio-Situation gibt. Wir haben immer deutlich gemacht, als FDP-Bundestagsfraktion, dass eine Hilfe nur für den Fall in Frage kommt, dass die gemeinsame Währung in Schwierigkeiten gerät, also im Falle der Ultima Ratio und sonst nicht. Das ist ganz entscheidend aus unserer Sicht und wir erwarten für den Fall, dass das festgestellt werden sollte, auch eine klare, saubere, rechtlich einwandfreie und gerichtsfeste Begründung, ob tatsächlich eine Ultima Ratio vorliegt. Das ist uns wichtig, weil wir der Auffassung sind, dass nur in diesem speziellen Fall überhaupt Hilfen denkbar sind. Und zum Zweiten ist es entscheidend, dass im Rahmen dieser Prüfung gesprochen wird über ein Sanierungskonzept für Griechenland, weil nach wie vor gilt, dass die Griechen zunächst einmal die Verantwortung haben, selbst aus dieser Situation dann herauszukommen, alle Maßnahmen national zu treffen, die getroffen werden müssen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass auch hier ein klares Sanierungskonzept vorgeschlagen wird. Die Prüfung bleibt also aus unserer Sicht abzuwarten. Es gibt keinen Blankoscheck von Seiten des Parlaments für eine solche Hilfe, sondern wir wollen jetzt zunächst einmal wissen, was ergibt die Prüfung von IWF, EZB und EU-Kommission. Wir erwarten darüber hinaus, dass, wenn diese Prüfung abgeschlossen ist, eine sofortige Unterrichtung des Parlaments erfolgt. Das bedeutet auch eine Unterrichtung der zuständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages, die dann auch von der Bundesregierung informiert werden müssen darüber, was international besprochen worden ist und wie das Ergebnis dieser Prüfung aussieht. Die Bundesregierung muss dann eine Entscheidung treffen und dem Deutschen Bundestag eine Vorlage machen. Darüber hinaus bin ich allerdings der Auffassung, dass wir nicht nur über diese aktuelle Frage sprechen sollten, sondern auch sprechen müssen über begleitende Maßnahmen, beispielsweise darüber, dass zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits klar war, dass es Spekulationen gibt, bestimmte Institute immer noch griechische Anleihen gekauft haben, weil man davon ausging, dass man ein gutes Geschäft machen kann und weil man darauf vertraut hat, dass bei Zahlungsausfall die Euro-Länder schon helfen werden. Das ist ein Zustand, der nicht akzeptabel ist und deshalb muss auch darüber gesprochen werden, wie Spekulanten an der Bewältigung dieser Krise beteiligt werden können. Wir sollten darüber hinaus auch dafür sorgen, und die FDP-Bundestagsfraktion drängt darauf, dass es nicht bei der Krisenbewältigung bleibt. Wir dürfen nicht bei der Krisenbewältigung stehen bleiben, sondern es muss zu einer Krisenprävention kommen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Hier gibt es viele
denkbare Möglichkeiten, über die auf europäischer Ebene gesprochen werden muss. Und wir erwarten von der Bundesregierung, die ja Verhandlungspartner in diesem Falle ist, dass sie das auch anstößt. Beispielsweise darüber, dass übermittelte Daten wirkungsvoll geprüft werden können, dass es einen Frühwarnmechanismus geben muss, gegebenenfalls auch eine Ausweitung von Sanktionsinstrumenten. All das ist notwendig, um eine solche Situation für die Zukunft zu verhindern. Diese aktuelle Krise zeigt, dass man es nicht bei dem belassen kann, was wir heute haben. Wir brauchen hier Instrumente, um mit einer solchen Situation umzugehen. Das bedeutet allerdings nicht, dass das unbedingt institutionalisierter Rettungsmechanismen bedarf, weil wir der Auffassung sind, dass man nicht Hilfen ins Schaufenster stellen sollte. Das führt nur dazu, und das zeigt ja auch der Ablauf im Falle Griechenlands, dass diese Hilfen dann auch in Anspruch genommen werden. Wir wollen, dass alles dafür getan wird, dass der Euro stabil bleibt. Die FDP ist die Partei eines stabilen Euro. Dafür haben wir bereits bei der Einführung gekämpft. Das ist jetzt auch der zentrale Beweggrund für weitere Entscheidungen unserer Fraktion. Und wir wollen vor allen Dingen verhindern, dass wir von einer Währungsunion zu einer Transferunion kommen. Das darf es auf keinen Fall geben. Und deshalb erwarten wir, dass eben über den Tag hinaus gedacht wird und dass der Krisenbewältigung unmittelbar eine Krisenprävention folgt. Vielen Dank. Frau Frauenberg, was Sie beschrieben haben als Prozedere, als Mechanismus und als Voraussetzung, ist exakt das, was vereinbart ist zwischen IWF, EZB und der Kommission. Gleichzeitig gibt es aus Ihrer Fraktion Stimmen, wichtige Stimmen, die sagen, wir dürfen hier nicht den Honig drauf stellen, das geht denn nicht. Also ich schließe daraus, Sie schließen sich vollumfänglich in das Verfahren. Herr Solm sagt, Honigtopf. Es ist kein Widerspruch, sondern wir haben ja in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass bei dem Verfahren, das auf europäischer Ebene gewählt wurde, dass sehr frühzeitig die Finanzminister entschieden haben, sie wollen zumindest technisch ein Instrumentarium besprechen, das man dann zur Verfügung hat, wenn man es bräuchte. Dass das dazu geführt hat, dass Anreize geschaffen worden sind. Das ist unsere Meinung nach wie vor. Wir hätten uns dort mehr Zurückhaltung auf europäischer Ebene gewünscht. Das hat Herr Dr. Solms mit dem, was er gesagt hat, zum Ausdruck gebracht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man für die Zukunft dafür sorgt, dass es gar nicht erst zu einem solchen Fall kommt. Und sollte es doch noch einmal trotz verbesserter Krisenpräventionsmechanismen zu einem solchen Fall kommen, muss es auch ein klares Prozedere geben, sodass wir die Situation, die wir jetzt erlebt haben, eben nicht mehr haben. Das würde aber heißen, der Finanzminister und die Kanzlerin haben dafür ja gemacht. Nein, wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass es nur die Ultima Ratio geben kann. Und das hat auch die Bundeskanzlerin immer wieder deutlich gemacht. Die europäischen Finanzminister haben allerdings nach unserer Auffassung einem sehr frühen Zeitpunkt technische Voraussetzungen getroffen. Das ist dann in der Öffentlichkeit anders interpretiert worden, als es die Finanzminister interpretiert haben wollten. Und deshalb muss man aus solchen Abläufen auch lernen. Aber sonst hat doch gesagt, der IWF nur der hätte eigentlich helfen sollen und der Finanzminister hat andere Verfahren ermöglicht. Deswegen habe der Finanzminister diesen Honigtopf in die Mitte gestellt. Ist das jetzt, deckt sich das mit Ihrer Position? Gerade eben klar deutlich gemacht, welche Position die FDP-Bundestagsfraktion vertritt. Im Übrigen hatte ich für unsere Fraktion auch im Plenum des Deutschen Bundestages deutlich gemacht, dass wir uns die Beteiligung des IWF wünschen. Das war ja nicht von vornherein klar. Es gab viele im politischen Raum in Berlin, die der Meinung waren, man dürfe den IWF nicht beteiligen. Hier haben wir sehr frühzeitig deutlich gemacht, dass wir es begrüßen, dass der IWF ins Boot geholt wird, allein schon deshalb, weil wir nicht erkennen können, dass zum jetzigen Zeitpunkt auf der Ebene der Europäischen Union die nötige Kompetenz für den Umgang mit einer solchen Situation vorhanden wäre und schon gar nicht die nötigen Mechanismen. Und deshalb ist es gut, dass der IWF mit all seiner Erfahrung jetzt an diesem Prozess beteiligt ist.
Wenn Sie sagen, dass jetzt gerichtsfest formuliert werden muss, glauben Sie denn nach Ihrer parlamentarischen Erfahrung, dass ein gerichtsfestes Gesetz bis zum 19. Mai verabschiedet werden kann, wenn Ihre Voraussetzungen natürlich alle erfüllt sind? Die Grundlage für die Begründung einer Ultima Ratio liegt in der Prüfung der jetzt prüfenden Institutionen, also bei IWF, EZB und EU-Kommission. Und es muss diese Prüfung dann anschließend von der Bundesregierung ausgewertet werden. Und wenn man dann gemeinsam zu dem Ergebnis käme, es liegt tatsächlich eine Gefährdung des Euroraums insgesamt vor. Es liegt eine Gefährdung der Stabilität des Euro vor. Also eine Ultima Ratio-Situation. Dann muss das entsprechend sauber begründet werden. Das ist erst abschätzbar, wenn man das Ergebnis der Prüfung kennt. Aber dann ist meines Erachtens auch klar, ob eine solche Situation vorliegt oder nicht. Ich bin der Meinung, dass dann auch die entsprechenden Formulierungen gemacht werden können. Anders gefragt, hielten Sie es denn für vertretbar, dass Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt seinen Beitrag, sofern er denn kommt, nachschießt und dann soll er davor preschen? Ich will an diesem Punkt deutlich machen, dass wir keinerlei Vereinbarung getroffen haben über den Zeitplan. Daran halte ich auch weiterhin fest, weil für alle weiteren Maßnahmen die Grundvoraussetzung ist, dass es überhaupt erst eine Feststellung gibt, dass eine Ultima Ratio vorliegt. Und diese Feststellung warten wir ab. Das hat auch klare Gründe. Wir haben einen sehr begrenzten Spielraum und dieser Spielraum bemisst sich dann auch danach, dass das rechtlich sauber gemacht wird, und deshalb haben wir bewusst auch keinerlei Zeitplan verabschiedet, sondern wir warten jetzt ab, was bei dieser Prüfung rauskommt. Kann Herr Rafalski, können wir die Reihenfolge netterweise einhalten? Herr Rafalski, wie halten Sie schon mehrmals? Die Beteiligung der Spekulanten an den Kosten dieser Krise, ist das für Sie eine Bedingung, um dann auch zu sagen, dann geben wir auf? Oder ist das eine Sache, wo Sie sagen würden, das kann man danach noch regeln? Nein, ich habe die Bedingungen ja klar genannt. Die Bedingung ist, dass ein Ultima Ratio-Fall festgestellt wird und der auch rechtlich sauber begründbar ist aufgrund der vorliegenden Fakten, dass darüber hinaus klar gemacht werden muss, dass Griechenland seine Hausaufgaben machen muss, das heißt, ein Sanierungsplan vorgelegt werden muss, aus dem hervorgeht, dass Griechenland in der Lage ist, seine Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen, und darüber hinaus muss begleitend darüber gesprochen werden, wie man mit der Situation umgeht, dass es hier Spekulationen gab, und darüber hinaus eben auch die Krisenprävention ins Auge gefasst wird, dass man jetzt eben nicht nur bei der Krisenbewältigung stehen bleibt. Das ist aber etwas, was man mit Sicherheit dann auch in den einzelnen Punkten in Ausführlichkeit auch fachlich diskutieren muss. Also kein Hänger. Ich habe es verstanden, dass Sie nichts vereinbaren über den Zeitplan. Die Frage, wenn ich die Frage auch nicht verstanden habe, sind wir eher darauf, ob Sie glauben oder befürworten oder dagegen sind, ein solches Gesetz schon abgeschlossen zu haben, vor dem 19. vorausgesetzt, dass alle Bedingungen, die Sie mir vorher beschrieben haben, erfüllt sind. Also schnelles Verfahren, ja oder nein? Kommt man vor dem 19. dazu? Was glauben Sie? Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir bereit sind, das, was vorgelegt wird, unvoreingenommen zu prüfen. Wir haben als FDP-Bundestagsfraktion klargestellt, dass für uns Hilfen nur im Falle der Ultima Ratio in Frage kommen. Und in diesem Falle wird man sich nicht verweigern können. Wenn dieser Fall eintritt, sind wir mit Sicherheit in der Lage, im Deutschen Bundestag ein Verfahren zu vereinbaren, das dann der Situation an den Märkten auch gerecht wird. Noch eine letzte Frage. Wenn diese Ultima Ratio eintreten würde, was bedeutet das für Steuersenkungen hier in Deutschland?
hat keinerlei Zusammenhang. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es ist ja auch die Frage, in welcher Art und Weise die Bundesregierung dann die Hilfen gewährleisten wolle. Dazu hat sich der Bundesfinanzminister öffentlich mehrfach geäußert. Er sieht keine Anleihen vor. Das bedeutet, dass es keine unmittelbare Wirkung für den Bundeshaushalt gibt, sondern eine Wirkung im Rahmen des Bürgschaftsprogramms, das ja bereits im Haushalt sowieso vorgesehen ist in einem entsprechend großen Umfang, weil dafür immer Vorsorge getroffen wird, nicht für spezielle Fälle, sondern es sind immer Mittel eingestellt für diese Bürgschaften, die ja im Laufe eines Haushaltsjahres aus diversen Gründen immer wieder vorkommen können. Insofern hat er auch deutlich gemacht, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Vielen Dank.